Sie sind hier, 16. Januar 2019, 15.12 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Johan Jakobsson, rechts, spielte von 2014 bis 2017 für Flensburg Handewitt. Urheberrecht Getty Images. Der ehemalige Flensburg-Profi Johan Jakobsson muss seine Karriere beenden. Die Folgen einer Gehirnerschütterung machen dem 31-Jährigen noch immer zu schaffen. Der ehemalige schwedische Handballnationalspieler und Bundesliga-Profi Johan Jakobsson muss seine Karriere wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung im Alter von 31 Jahren beenden. Der Schwede, der von 2014 bis 2017 für den deutschen Meister SG Flensburg Handewitt spielte, sprach von einer traurigen Entscheidung, die er auf den Rat seiner Ärzte hingetroffen habe. Es hat einfach zu lange gedauert, sagte Jakobsson bezogen auf seine Reha. Der Rückraumspieler von IK Sävehof hatte bei der EM 2018 in Kroatien seine zweite Gehirnerschütterung erlitten. Laut Informationen des Portals FL Arena beeinträchtigt die Verletzung Jakobsson auch im täglichen Leben. So könne der Gewinner des DHB-Pokals von 2015 bislang nur halbtags in einem Ingenieursbüro arbeiten. Von Sportinformationsdienst.